Först du ja nicht? Beanspruch. Ich hab eine neue Nachricht. Genau, das Kleider, den konnte ich mir nicht holen. So ein Scheiß. Da war ja was. Da war ja was. Habe ich was zum Verkaufen? Das, was du gerade ausgewählt hast, was war das eigentlich für eine Comic-Con? Oder warst du da oder wie? Das war 2019 Comic-Con in den USA. Na gut, da warst du nicht. Chuba da Maxa. Wie hat man das bekommen damals? Womitopi. Ich habe das seit letzten Jahr übers Forum bekommen. Der Gebrauch des Lichtschwerts ist Kunst und Wissenschaft zugleich. Kleidernavigation Rang 1. Die konnte ich nicht kaufen. Jetzt muss ich auf Stufe 20 warten. Wir können jederzeit zusammen üben. Oh Mann. Nicht nur das, da brauchst du auch Kartellchips für. Ich weiß nicht, ob du genug hast. Nee, das ist ja für die Gleiter hier. Ja genau, aber dafür brauchst du, wenn du es nochmal öffnest, ich habe eine Verzögerung, dafür brauchst du also diese ich gelben Kartellchips. Ich glaube, man wissen gerne jemanden, der talentiert ist. Ich meine für die Fähigkeit, nicht für den Gleiter. Nee, nicht mal für die Fähigkeit. Der ist kostenlos, aber erst ab Stufe 20. Ja, aber was ist das Gelbe da links? Ich könnte es jetzt so holen. Für Abonnenten und Kartellmünzen habe ich. Ah, jetzt öffnet er mir das Ding hier. Okay. Warte, ich muss das mal wieder reintappen. Wir können jederzeit zusammen üben. Ich weiß gar nicht, woher ich einen Gleiter kriege. Also ich habe meine 2 kostenlos bekommen. Und hier, ich habe 1300 Kartellmünzen, wenn du gleich mal an den Stream guckst. Ich habe ja... Ich kann ja auch beim Tokenhändler neue Kleider kaufen und alles mögliche. Nee, du hast mich abonniert. Nee. Weil ich habe... Warte mal, ich kann mal nachschauen. Ich habe, glaube ich, 40 oder 50 Kartellmünzen. Aber wenn ich gerade nicht weiß, wo ich die finde. Oben auf dieses... Auf den Kartellmarktzeichen. Ich grüße Sie. Ihnen stehen folgende Routen zur Verfügung. Warte mal, ich habe Kartellmünzen bekommen, weil ich auf Sith-Seiten jemanden geholfen habe. Da war irgendwas, da gab es Kartellmünzen an einem Spieler. Und noch irgendwas habe ich gemacht. Und halt, ich kann im Tokenhändler mir jedes Mal Gleiter holen, weil ich die 2 Phasen-Authentifizierungen hier habe mit den Sicherheitstoken. Erinnerung! Mechanisierte Reisen sind so, nur für offizielle Geschäftsangelegenheiten vorgesehen. Jetzt muss ich erstmal gucken, wo muss ich hin. Untersuche den Eingang der Schmiede. Eroberung, da will ich hin. Mit dem Druiden. Wo waren das? Ruin, das ist hier. Ich muss zum Frontkleider. Ich grüße Sie. Ihnen stehen folgende Routen zur Verfügung. Aber du bist nicht auf dem Server online. Ach doch, dort. Jetzt wirst du mir angezeigt. Ich dachte gerade. Du hast ja 5 Level heute gemacht. Nö. Du hast vorgestern gesagt, du bist gehst offline, bist Stufe 10, bist Klasse 15. Also Stufe 15 schon. Bin ja immer noch Stufe 10. Bei mir steht Darko, es geht nicht darum, wie du runtergestuft wirst, sondern was dein aktuelles Level ist. Das heißt, die große Zahl daneben. Ach so. Das ist 15. Ja, da war ich Stufe 13, als ich drauf lang gegangen bin. Ich dachte, du meinst, auf die man runtergestuft wird. Blauer Kristall als Artefaktfragment. Bonder Kristall. Premium Bonder Kristall. Grüner Kristall.
Leuchtender blauer, grüner Kristall, roter Kristall, grün, blau. Bringen diese ganzen Kristalle eigentlich? Keine Ahnung. Ich weiß nur, dass man das halt, dass das so Sachen sind, die man immer sammelt. Das war's aber. Irgendwas wird man damit schon machen. Na doch, irgendwas kann man herstellen aus den Dingern. Okay. Apropos Nachricht. Wiedergutmachung. Ich habe ein Geschenk bekommen. Wow. Und das kann ich dem Druiden geben. Apropos Druiden. Nö. Also, als erstes. Das nicht. Wo ist Fliegi? War das hier? Nein. Da war es auch nicht. Nur ein Begleiter, und zwar diesen T701. Fliege ist bei mir immer aufgetaucht, wenn ich keinen Begleiter hatte, und das automatisch. Warte mal. Das kann ich noch nicht machen. Wo war der denn? Haustiere, hier. Robi und Fliegi. Meine Armee steht wieder. Hast du den Winzing Astro noch eigentlich her? Ich hab nur Fliegi. auch durch so einen Code. Ah, okay. Na gut, aber die machen nichts. Nur dieser hässliche T7-Druide macht irgendwie was. Die locken auch schon mal Blasterfeuer auf sich. Die haben ja auch eine Lebensanzeige, die immer wieder mal kleiner wird, wenn ich in den Kampf gehe. Also du bist recht gut. Kommt her. Tja. Zähne haben wir schon. Das passt ja. Das passt ja. So, verschwindet der Quark hier oben auch mal wieder. Anscheinend nicht. Auch das müsste eigentlich verschwinden. Das wird von Typhon kontrolliert. Das verschwindet eigentlich nach irgendeiner Zeit. Ja, ich sehe es. Ja, ist es noch da oder ist es weg? Das ist noch da die ganze Zeit. Schöner Bug im Spiel. Okay, das ist cool. Ich kann jetzt hier reingehen. Hier werden alle Druiden vernichtet. Das fetzt. Ach, da ist jemand. Klatschen.
einer da. Wo ist der andere? Ach, da. Wow, ich kann die Quest nicht abschließen, bevor ich die Bonusquesten gemacht habe. Was? Doch. Ich will die Bonusquest vorher machen. Achso, du willst ja. So, Ölwe noch. Warum soll ich auf die XP verzichten? Ja klar, ich hätte mich mal auch hier da auch, weil es für mich dazugehört. Nur ich, es klang gerade für mich so, als könntest du das gar nicht machen ohne den Bonus. Und dann wäre für mich das Wort Bonus halt ein bisschen irreführend. Gegen Feinde 1600 XP Belohnung oder Credits. Das ergibt so keinen Sinn. Vielleicht ist die Batterie leer.
Übersetzungsmatrix initiiert. Energie wiederhergestellt. Systemüberprüfung. Energiestufe kritisch. Datenspeicherung kritisch. Sprache und Intellekt niedrig. Netzwerkzugang negativ. Ich bin der Torwächter. Ich schlief seit mehr als 20.000 Jahren. Ich gehe dem Systemversagen entgegen. Ja. Womit genau habe ich eigentlich die Ehre? Ich bin die Informations- und Sprachmaschine von Kalett. Ich bin für Datensicherung, Systemaufzeichnungen und die historischen Archive zuständig. Ich scheine an mechanischem Schaden zu sterben. Ich erkenne euch nicht. Doch ich wurde nicht geschaffen, um neugierig zu sein. Es bleibt wenig Zeit, bis ich aufhöre zu funktionieren. Ich kann alle Informationen, die ihr benötigt, für eine dauerhafte Aufzeichnung protokollieren. Dies ist eure einzige Gelegenheit, meine Daten zu retten. Das bedarf einer Erklärung. Ich bin eine Informationsmaschine. Ich bin innerhalb der Grenzen meiner Funktionen intelligent. Ich will in Erfüllung meines Zweckes sterben. Unter den fehlerhaften Daten befinden sich noch die Geschichten zweier großer Meister von Kalett. Mit letzter Kraft kann ich euch die Geschichte von Lord Avamarivash, dem Kriegerpoeten, oder Lord Maravada, dem Schweigsamen, überliefern. Ich brauche Wissen, das ich im Kampf gegen ein böses Imperium gebrauchen kann. Dann beachtet die Werke von Avamarivash. Er war ein leidenschaftlicher Hüter von Kalett, bevor er unser Anführer wurde. Avamarivash, der Kriegerpoet, war ein Gönner der Künste und Liebhaber vieler Frauen. Maravada, der Schweigsame, war ein Philosoph und Einzelgänger. Avamarivash trug Kriege aus und erbaute Monumente in Erinnerung an den Ruhm des Volkes. Maravada herrschte in einer Zeit des Friedens und Lernens. Ihr müsst wählen, welche Geschichte ihr erhalten wollt. Bewahre die Geschichte von Avamarivash, dem Kriegerpoeten. Wie ihr wünscht. Dieser Kristall enthält das Wissen, nach dem ihr strebt. Lasst Kalett und Tython nicht in Vergessenheit geraten. Mein Zweck ist erfüllt. Energieabfall abgeschlossen. Systeme werden terminiert. Lebt wohl. Warst du schon in diesem Raum? Warte kurz, ich verstehe dich nicht. Okay. Merk dir die Fragen bitte. Was wolltest du mich fragen? Du hast doch dieses Druiden-Dings auch schon gemacht. Druiden-Dings? Diese komische Höhle, meinst du, ja? Ja, mit den ganzen Druiden. Für wen hast du dich entschieden? Für den Krieger oder für den Ruigen? Ich bin rein auf der Seite der Jedi. Nö, ich hab den Ruigen genommen. Warum? Ich hab den Krieger genommen. Was hat er geantwortet? Ich denke mal, das gleiche wie bei dem Ruin, ne? Dass man das halt bewahren soll, das Vermächtnis. Obwohl, ich habe, weil ich das gerade gesehen habe bei dir, ich habe gegen den Boss zum Beispiel nicht gekämpft, weil der nicht da war. Ich habe 5 Minuten gewartet, dann war er immer noch nicht da und habe die Schnauze voll gehabt. Ich habe bloß ein Geschenk bekommen. Ich
War bloß ein Geschenk für den Druiden, ne? Rauskämpfen ist immer am langweiligsten. So rein ist also dasselbe. Deswegen halt. Was zum? Boah, ist das ein hässliches Echsenviech. Mal, wie redest du von den Leuten, die vom Discord gegangen sind? Das muss einfach sein. Eine Eroberung ab und untersuche den Eingang der Schmiede. Eroberung, oh Mann, das hat nur auf der Schiffseite. Das war im. Ja, doch, im Raumschiff müsste das kommen. Ist das Erforschen der Schiffruine nicht gefährlich? Niemand könnte es Fallen geben oder was weiß ich. Du missverstehst das, Padawan. Die ersten Siedler auf Tython kannten nur die Macht. Einige erforschten die helle Seite und andere die dunkle. Jedi und Sith gab es damals noch nicht. Aber die dunkle Seite ist hier. Kam ich spüre sie. Hä? Und genau deshalb trainieren wir hier. Ihr habt einen großen Dienst geleistet, Jedi. Danke. Ey, du leuchtest blau, gib mir was. Und. Und das andere. Oh, ich muss hier langlaufen. Ja, genau da lang. Und hier hoch. Ihn mit jemandem vergleichen. Der Abend ist zu früh. Wo muss ich jetzt lang? Falscher Weg, ich muss da hoch.
steht da? Padawan Ridu Torna. Nein, nein, nein! Was denn? Scheiße. Ich hab's gerade gesehen. Oh, muss ich da wieder hochrennen. Oh, Mann. Also komm, da bist du absolut selbst dran schuld. Nein, der Typ da oben hat mich runtergeschubst. Der ist da oben steht, herrlich. Stand. Oh Mann. Oh. Was ist das denn? Kann man nicht interagieren, schade. Sag mal, kann ich. Ich kann mit dir noch nicht machen, ich habe nicht so einen Beruf angenommen. Nee, das ist jetzt auf dieser Raumstation. Haha, du hast ein blaues Lichtschwert. Gegner scheinen hier keine zu kommen. Oder jemand war vor dir drin. Hier liegen nicht mal welche. Hier kommen wieder welche. Okay, hier muss ich erstmal gucken. Noch nicht für mich, also gehe ich da wieder raus. Schade, gibt es keine Lootboxen? Soll nicht immer überall Lootboxen haben? Nö, die sind ja, tauchen ja random auf. One-Eye! Was? Dein Druide ist hässlich. Kleiner nicht, oder wie? Nee, mein kleiner süßer Druide ist voll niedlich. Der ist voll niedlich. Doch, ich wusste es doch. Wo bist du? Ich jetzt, oder was? Nee, das Holokron. Auf Sith-Seiten gab es doch Holokrone. Auch wenn da nur Holokrons meiner Meinung nach ist, aber ja. Ich habe ja eins gehört. Ich weiß gar nicht, wie die klingen. Shit, wie komme ich denn da hoch? Ja, das Biest ist doch dort auch hochgekommen.
Ich hör's. Oha. Jetzt wäre ich da beinahe runtergefallen. Da ist es! Falsche Richtung. Da lang. Huch! Jetzt hat er mich hier runtergebaut, der Hund. Jetzt ist er selber runtergefallen. Okay. Ich bin im Kampf. So. Ihr habt ein Datacron entdeckt, eine uralte von einer Technologie. Dieses Datacron enthält einen blauen Matrix-Splitter. Bla bla bla, Datacron ist nicht mehr zuzugreifen, bla bla. Matrix-Splitter gesammelt. Was macht man damit? Warte. Bla bla bla. Irgendwas stand da gerade, ich konnte das nicht lesen. Irgendwas stand da gerade. Du hast keinen Zugriff mehr, schade. Schade. Dann muss ich die hier jetzt töten. Das habt ihr jetzt davon, weil ich keinen Zugriff mehr bekomme. Jetzt ist die Frage, wie komme ich hier wieder raus? Hier. Oh, was ist das denn? Was mache ich denn jetzt? Der Zweck dieses Geräts ist dir nicht bekannt, okay. Mann, du Blöder! Los, das runterbauen, du bist jetzt tot. Okay, wie komme ich hier wieder raus? Nirgendwo. Warte mal. Aha. Was kämpft denn da unten? Was? Rotrigante Erhabene. Ey, das ist cool. Ich kann von oben zugucken. Und mein Druide ist auch hier oben auf der Mauer. Geil. So, damit wir kein Damage kriegen. Kampf mit dreien, nur um das eine Ding voll zu machen. Oh Mann. So.
Mordquest doch erledigt. Aber war das nicht so, dass die Holokrone irgendeine Fähigkeit um 1 erhöhen? Weiß es nicht. Ich erinnere mich ja nur an diesen einen Holokron auf so einem Wüstenplanet, wo du gemeckert hast, dass man da nicht hochkommt und später ist man dran vorbeigefahren. Das ist das Einzige, wo dran ich na, ich weiß noch, auf Korriban, da waren 3 oder 4 Stück. Ich glaube 3 Stück waren es insgesamt. Und die haben, glaube ich, immer alle ein Attribut erhöht. So. Ja, könnt ihr so haben. Schon. Kommen denn hier noch? Ich habe euer Kommen gespürt. Eure Furcht verrät euch. Ihr seid schwach. Genau wie mein alter Meister. Ihr werdet fallen. Mit ihm. Ihr werdet niemanden mehr verletzen, Bando. Es ist vorbei. Nein. Der Wille der Macht führte mich auf der Suche nach Gerechtigkeit hierher. Um wiederherzustellen, was die Jedi verloren haben. Ihr wart nicht auf Coruscant.
Ihr habt nicht mit ansehen müssen, wie all eure Vorbilder niedergemetzelt wurden. Oder der Tempel brannte. Ich bin der Vernichtung entkommen, um zu sehen, wie mein eigener Meister sich vor den Sith beugte. Sie rotteten uns aus und er gab einfach auf. Aha, wenn das so ist. Ja. Ihr irrt euch bezüglich Meister Orgus. Er bildet mich aus, damit wir die Sith besiegen. Waffen sind nur so stark wie jene, die sie erschaffen. Die Schwachen werden hier geopfert, um die Schmiede stärker zu machen. Der Orden der Jedi muss aus der Asche wieder auferstehen. Na dann. Sag mal, hier fehlt ein Druide, wo ist der hin? Ha. Ihr habt gewonnen. Warum hat die Macht mich in diese Niederlage geführt? Ihr seid stärker als alle Jedi, die ich jemals gekannt habe. Ihr könntet den Orden retten und die Sith vernichten. Ich verstehe. Ihr seid die Waffe, die zu schmieden ich gekommen bin. Ihr denkt, dass ich dazu bestimmt bin, das Imperium zu besiegen? Ich bin mir ganz sicher. Endlich habe ich meine Bestimmung gefunden. Ich habe ein Leben damit verbracht, die Wege zur Macht zu lernen. Dieses Wissen dient nun euch. Lasst mich Typhon verlassen und die Galaxis für euren Aufstieg vorbereiten. Ich werde die Gaben liefern, die ihr braucht, um euer Schicksal zu erfüllen. Ich nehme das. Gebt mir, was ich brauche, um meine Feinde zu besiegen. Dann könnt ihr weiterleben. Meine erste Gabe liegt in der Schmiede, in der Machtanwender vor Jahrtausenden ihre Lichtschwerter erschufen. Ich habe die alten Bräuche erlernt, entdeckt, wie man eine wirklich mächtige Waffe erschafft. Ich zeige es euch. Nutzt mein Wissen, um euer Lichtschwert zu erschaffen. Und die Macht wird mit euch sein. Ich muss fort. Doch ich werde euch finden, wenn die Zeit bereit ist. Lebt wohl. Was der Rat nicht weiß, das stört ihn auch nicht. Halt still. So, wie fühlst du dich? Wir haben es geschafft, mein kleiner Freund. Hast du Bengal Moore leben lassen oder umgebracht? Ich habe ihn leben lassen. Schönen Schlag voll in die Fresse. Ich nicht. Er arbeitet jetzt für mich. Jeder arbeitet jetzt für dich. Padawan, ich habe dir mein Leben zu verdanken. Ich habe gegen Bengal Moore gekämpft. Und er ist in die Schlucht gestürzt. Er ist tot. So die Macht es will, werden wir die Leiche des armen Mannes bergen und für ein anständiges Begräbnis sorgen. Das Grauen, das er auf Coruscant mit ansehen musste, hat ihn gebrochen. Es hat den sanften Padawan, den ich ausgebildet habe, vernichtet. Du hingegen hast dich einer Herausforderung gestellt, die jenseits aller Prüfungen liegt, die ich dir auferlegen kann. Es gibt nichts mehr, was ich dich lehren könnte. Alles, was dir noch zu tun bleibt, ist, in die Schmiede zu gehen und dein Lichtschwert zu bauen.
Na, du hattest ja drei Optionen. Ihn K.O. schlagen, ihn töten und dann noch das mittlere. Ihn gehen lassen, ja, dass er für dich arbeitet. Genau. Oh, ich hab's mittlere genommen. Erstmal 100 dunkle Seitepunkte. Oh je. So. Ich hab, glaube ich, bisher nur einmal dunkle Seitepunkte kassiert. Und schon ein paar Mal mehr. Ich hatte sogar mit einem Twi'lek-Dame, wie soll ich sagen. Die geflirtet habe ich mit der auch. Sofort. Es wurde dunkel und wir waren danach beide sehr erleichtert. Echt jetzt? Ja. Ich fühle mich ausgesprochen geehrt. Es gibt keinen Ersatz für die Waffe, die du dir selbst baust. Normalerweise lassen wir die Padawane sich das Material selbst zusammensuchen. Aber du hast dich bereits bewiesen. Hier sind alle physischen Bestandteile. Der Rest ergibt sich aus deiner Beherrschung der Macht. Oh, Lichtschwert. Ich kehre zum Jedi-Tempel zurück und sende einen Suchtrupp nach Bengels Leichnam aus. Wir treffen uns dort, wenn du soweit bist. Es ist blau. Es wäre jedenfalls die Standardfarbe. Was soll es sonst sein? Ja. Grün, gelb, lila. Ich habe 200 dunkle und 956 helle Punkte. Und doch, es könnte schon so. Entweder pinkes. Nee, nicht pink, lila. Schwarz oder rot. So, da bin ich mal gespannt. Bengelmos. Oh, Lichtschwert erschaffen oder Bengelmos Wissen einsetzen? Dunkle Seite natürlich. Bengelmos Wissen einsetzen. Ich habe die Macht, all meine Gegner niederzuschmettern. Machst du's? Ja. Ich bin echt mal gespannt, was jetzt da rauskommt. Wäre echt verwunderlich, wenn da jetzt eine rote Klinge rauskommt. Ich glaube nicht, dass Rotes rauskommt. Aber ja, ich habe hier schon mehr als genug Spieler mit einem roten Lichtschwert rumlaufen. Ist ein blauer Kristall. Oh, sieht geil aus. Dark muss spannend kommen. Ich bin doch nicht die hässliche Hexe, was glaubst du wohl? Also, Naja. Ja, das. Das war's. Was ist das hier eigentlich? Oh. Ah, interessant. Stein aus dem Boden schmeißen macht ein Geräusch, aber wenn er aufkommt, macht er kein Geräusch. Der Jedi hat ihn sanft hingelegt. Okay, wie heißt mein Lichtschwert? Lichtschwert des dunklen Jedi. Echt jetzt? Ja. Farbe? Blau. Okay. Farbkristallblau, Farbkristall blau, in Klammern 8. Was haben wir hier? Gravierter Waffengriff. So, okay, Schülerschwert ist natürlich ein bisschen besser. Da habe ich plus 2 Angriff, plus 2 kritischen Treffer. Min- und Max-Schaden. Naja, wir bleiben beim Lichtschwert. Vor allem hauptquestmäßig bist du eigentlich so weit wie ich. Dann hast du noch nicht alle Nebenquests gemacht, oder? Mir wurden tatsächlich keine mehr angezeigt. Bis auf die Eroberung.
Und das zum Beispiel ist, gibt's. Warte mal, ja, bringt uns jede Woche wertvolle Belohnung. Teilnahme an Events, falls noch zu. Nö, und jetzt ist halt nur noch das mit dem Modifier. Ja, beispielsweise, ich weiß es nicht, ich habe ja dann ganz viel zu ihm nicht geschaut. Vom Tempel gibt's einen, mit dem du so Trainingskämpfe absolvierst, zum Beispiel. Nö, das hatte ich nicht. Es gibt. Ich habe mindestens 20 Quests gemacht auf diesem Planeten. Hallo, CW Panther, ich weiß, dass ich es upgraden muss. Was upgraden muss? Das Lichtschwert. Wir haben vor einem Jahr schon die dunkle Seite gespielt. Ich habe doch nie was von upgraden gesagt. Nein, aber hier, der CW Panther hat es gerade geschrieben im Stream. Ach so. Ich würde sagen, dann klatschen wir erstmal Darko weg. Stofflach. Achso, okay, Präzisionswert, brauche ich den tatsächlich? Ich habe ja keinen Blast. Ausdauer und Beherrschung ist gut. Angriffskraft minus 2 ist wieder scheiße. Beherrschung ist doch, glaube ich, Lebensenergie. Oder? Gesundheit 1370. Nee. Beherrschung. 195 Basis, 106 Bonus, 86 Nahkampfschaden, Bonus plus 32,3%. Bla 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 bla. Okay. Jo. So, ich gehe wieder meine Abkürzung hier runter. Ne, lieber nicht. Hier war kein Wasser. Boing. Boing. So. Wie lange bin ich dabei? Eine Stunde und zwei. Das Einzige, was mir jetzt gerade auffällt, deine Nachrichten, die du einblendest, sind eigentlich auf der falschen Höhe, wenn man die Karte sehen möchte. Die sind die ganze Zeit vor der Karte. Ja, und? Ja, für einige ist es ganz interessant zu wissen, wo du bist. Dann mache ich das da, wenn sie es schreiben wollen. Drücke ich einfach M und dann sieht man die große Karte. Ja, so. Und ich kann währenddessen immer noch laufen. Muss ich hin zum Jedi-Tempel? Dort ist noch gut. Also, ich bin ein dunkler Jedi. Ja. Kann ich so mitleben. Ja. Damit kann man leben. 1000 hab ich. Buch! Das spawnt die auf einmal neben mir.
Lootkiste! Lagerbehälter für Flüssigkeiten, kleiner Ranzen. Was ist denn da drin, ne? Premium Silimanit. Okay. Das ist eine Art Flüssigkeit. Wie sieht das dann aus wie Zuckerwürfel? Manchmal kriegst du richtig geiles Zeug draus. Also. Das kann ich hier erstmal wieder was verkaufen. Melden Sie Ihre Beschwerden. Kurze Zielvorrichtung verkaufen. Das kann man verkaufen. Das Schwert verkaufe ich auch. Das verkaufen. Das verkaufen. Das, 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 das und das. Haben wir 17.000. Wir sind einsatzbereit. Kehren Sie auf Ihren Posten zurück. Modifier. Da ist noch eine Lootkiste. Und der rennt vorbei, ist der doof. Nicht jede Lootkiste wird für jeden angezeigt. Doch, doch. Nein. Du hattest mir eine Stelle gezeigt, beim anderen, wo eine Lootkiste war, da war nicht. Also, beim letzten, vorgestern, beim Spiel, wollte ich zu einer Lootkiste hin und die wurde mir von einem anderen weggelootet. Ja klar, die ist dann aber... Ach, die Tunika, scheiße. Elektrum habe ich bekommen. Und das ist gut. Für Theopolis. Was ist das, verstanden? Was, wie, was? Ich habe Elektrum bekommen. Das ist gut für Theopolis. Obwohl auch nicht mehr. Wir brauchen es ja nicht mehr. Na doch, du. Das war 20.000 Mal. Aber das ist das Coole daran, wenn das mit Dias und so weiter durch ist, beziehungsweise mit den Sea-Buckets, können wir da unten auf dem Feld Elektrum-Seeds und so was anpflanzen. Das müssen wir, glaube ich, auch, um da irgendeinen Fortschritt zu erlangen. Und dann muss ich erstmal gucken, wo ich hin muss, da lang. Also wenn wir dann unten auf das Feld, wenn wir halt die rote Erde haben, wirklich nur Eisen und Elektrum machen, das sind wir noch schnell fertig. So, ich bin hier raus. Hast du jetzt nicht mal mehr die Quest vom Platz gemacht? Hä, welche? Achso, du bist aus der Schärfe gesehen. Welche Quest vom Platz, hä? Wenn du vom Jedi-Tempel bist, halt mal an, dann zeige ich dir kurz, was ich meine. Ich muss sowieso dahin wegen Gegenstandsmodifikation. Lalalala. Boing. Boing. Gakapakam. Verkaufen, verkaufen. Nabikarahiko. Erinnerung, mechanisierte Reisen sind nur für offizielle Geschäftsangelegenheiten vorgesehen.
So, also ich bin bei mir in die Tempel. Du jetzt kurz modifizieren. Aber erst mal ein Schild lesen, cool. Erhalte Belohnung annehmen. Das. Das. Habe ich eventuell blauer Matrix-Splitter? Nee, habe ich nicht. So. Irgendwas zum Kämpfen hast du gesagt. Das Druiden-Aktivierungsding kann ich nicht machen. Dingsbums, wenn du auf den. Das, was du gerade angeklickt hast, das kann man mit einer Quest machen. Dieses Druiden-Trainingsteil. Wenn du den Weg hochgehst, läufst du eigentlich an einer Quest vorbei. Den Weg zum Tempel hoch. Da wird mir aber nie was angezeigt. Ich habe halt gerade eine ziemlich große Verzögerung. Ich weiß nicht, wann du da bist. Ich stehe jetzt gleich vor der roten Treppe. Ja, kann. Ich weiß. Okay, da wird. Ja, du bist dran vorbeigelaufen. Ich weiß nicht, warum der dir nicht angezeigt wird. Okay. Dann ist das so. Komisch. Tut mir leid, ich bin beschäftigt. Ich bist muss du denn wieder Typist, mit dem ich reden muss? Liam Dentry. Ja, mit dem habe ich gerade gesprochen. Ist nicht. Ja, ich weiß. Komisch. Der gibt mir nix. Hattest du das da schon mal gemacht bei dem Trainingteil? Nö. Muss ich nicht kapieren. Egal. Sein, weil du eine andere Klasse hast als ich. Die Klasse haben wir dieselbe. Ich teile mein Wissen gern mit jemandem. Spezifikation. Verspotten. Hol ich mir. Wir können jederzeit zusammen üben. So, jetzt muss ich mal gucken. Irgendeine Fähigkeit hier unten muss rausfliegen, auf jeden Fall. Das steht fest. Ich mich jetzt hier hin mit meinen zwei Druiden und meinem Fliegi und bin jetzt wirklich erstmal kurz eine rauchen. Yep. Also bis gleich.